Ein letztes Mal guten Morgen aus dem Baku Nationalpark. Guten Morgen. Wir reisen gleich weiter nach Kuching. Unsere Zeit hier im Baku Nationalpark ist leider schon vorbei. War sehr schön gewesen, aber jetzt geht's eben weiter nach Kuching und dann geht's irgendwann weiter nach Sabah. Aber erstmal haben wir noch einen kleinen Faulenzer-Tag in Kuching. Ja, und dann würde ich mal sagen, auf nach Kuching. Und jetzt sind wir schon in Kuching. Ja, wir waren schon gerade in schönen Duschen, haben Postkarten geschrieben, die wir jetzt gleich abschicken zu Familie und Freunden. Ja, und deswegen gehen wir jetzt erstmal natürlich zur Post. Die kennen wir noch von unserer letzten Reise, da müssen wir nicht großartig suchen. Und ja, hier ist natürlich gleich wieder sehr laut, keine Tiergeräusche mehr, sondern sehr viel Motorenlärm. Aber Kuching ist trotzdem auch sehr zu empfehlen. Sehr viele verschiedene Menschen und sehr toll. Thank you.
gerade im Museum dürfen wir eigentlich nicht filmen, haben aber Glück, dass die hier Stromausfall hatten. Genau. Und deswegen filmen wir jetzt hier mal ganz kurz. Genau. Ja, und also das Museum ist, kann man, wenn man Zeit in Kuching hat, kann man das wirklich mal besuchen. Das ist kostenlos und man lernt so ein bisschen was über die Kultur. Also man hat hier sowohl die Tiere so ein bisschen ausgestopft, das sieht nicht ganz so gut aus, aber ja, es geht halt, ne? Es sind halt alte ausgestopfte Tiere. Und man sieht hier aber auch viel über die verschiedenen Völker. Hier hinter uns sind so Masken von den Iban-Leuten und man sieht hier viele Schnitzereien. Kann man schon auf jeden Fall mal besuchen. Wir haben hier bei unserem ersten Besuch wirklich eine lange Zeit drin verbracht, haben alles angeguckt und viel durchgelesen und ja, wir können das, denke ich, mal empfehlen, oder? Ja, auf jeden Fall. Schaut euch, wenn ihr in Kuching seid, auf jeden Fall das Naturkundemuseum an. Jetzt leider schon fast vorbei. Ja, wir haben sehr viel noch mal gesehen von der Stadt, viele Eindrücke heute mitgenommen und morgen geht es dann weiter nach Sandakan, wo wir noch eine Nacht verbringen werden, bevor wir dann aufbrechen zu unserem Guide Osman, wo wir uns schon wirklich tierisch drauf freuen. Das heißt, wir kehren zurück an den Fluss Kinabantangan und damit verabschieden wir uns für heute bei euch und sagen bis dahin tschüss. Tschüss. Sieh eine Wunder, was ich mit der Lampe hier mache? Ja.